Ja, willkommen zurück bei den Rittern der Alten Republik. Hier unter Wasser, wie man sieht. Wir sind gerade in der Forschungsstation der Selkas, wo ein paar Selkas aus irgendeinem Grund durchdrehen. Den Grund wollen wir natürlich auch herausfinden. Ja, und jetzt gehen wir hier weiter und untersuchen das alles. Sehen wir hier laut. Euer Wunsch? Ich dachte, dann explodiert das Ding vielleicht. Lasst es uns schnell erledigen. Das tat weh! Klar. So, er verfügt über die Möglichkeit, die Dinger zu entfernen. Die werden aber jedes Mal losgehen. Gift. Ich kann es spüren. Ah, was soll's. Ist nicht so schlimm, Verfassungsenhancer. Der andere hat nichts bei sich gehabt. So. Drucktür. Dann geht's hier wohl raus, oder was? Luftschleuse. Und hier auch eine Luftschleuse. Und da haben wir noch nicht geguckt und hier hinten müssen wir auch noch nicht. Also bevor wir rausgehen, ich glaube, wir haben nur einen Anzug. Gucken wir uns hier nochmal um. Ah, wieder so eine Tür, die wir nicht aufkriegen vielleicht. Ah, wir, diesmal haben wir sie aufgekriegt. Da ist eine Feldkiste. Nehmen. Wir nehmen alles mit. Nehmen. Mehr ist hier nicht, ein paar angeschossene Platten. So, und hier. Wieder Selkas. Versuchen wir erstmal die Mine zu entfernen. Gift. Hat natürlich nicht geklappt, aber jetzt ist es zumindest. Ich kann nicht spüren. Auf diese Weise entschärft. So. Die haben natürlich wieder Überreste bei sich. Ein Prototyp eines Verpin-Ionenblasters. So, und jetzt gehen wir noch dahin, wo wir noch nicht waren. Nämlich hier seitlich. Die Feldkiste haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon erwischt. Ja. Oh, das ist gar keine Tür. Das sah nur so aus. So, haben wir noch was nicht? Wir können höchstens nochmal den Raum untersuchen. Gehen wir nochmal ganz schnell hin. Ich renne auch ganz schnell. Und dann gehen wir durch die Druckschleuse. Oh, hier ist noch ein Spind, den wir noch nicht. Den haben wir letztes Mal übersehen. Geschicklichkeitsenhancer. Warum nicht? Nehmen wir alles mit. Ausrüstungspaket. Medikit. Okay. Feldkiste hatten wir schon geleert. Das hatten wir auch schon. So, schauen wir nochmal auf die andere Seite der Tür, durch die wir nicht kamen. Ah. Ich glaube. Uah. Ich wurde vergiftet. Ja, wie auch immer. Feldkiste. Ah, eine Plasmagranate, die kann man gebrauchen.
So, sterben. Ach, hier ist auch eine Drucktier. Defekter Patrouillendroide. Und das existiert nicht. So, jetzt haben wir theoretisch alles durchsucht. Ne? Könnten wir auch durch die Drucktür hier gehen. Ich gucke nochmal auf die Karte. Ja. Na dann, versuchen wir mal unser Glück. Ach so, wir müssten uns vielleicht mal ausrüsten. Wir hatten ja... dieses Schalldingsbums. Na, das kriegt man wahrscheinlich automatisch in der Hand, wenn man sich umzieht. Aber wir versuchen es erstmal. Gehen wir erstmal da raus. Diese Luftschacht ist von der anderen Seite verriegelt. Ja. Okay, jetzt müssen wir doch alle Luftschleusen ausprobieren, wenn es geht. Vielleicht komme ich ja von der Seite hier durch die Tür. Nee. Na gut, dann müssen wir halt mit Schwung hier nochmal ringsherum laufen. Durch den Gang. Oh, liegt da noch ein Ausrüstungspaket? Nee, das ist. Genau, das ist nur. Ich dachte, die verschwinden, wenn man sie aufnimmt. So. Da könnte ja die Schleuse funktionieren. Probieren wir es mal aus. Aktiviere Luftschleuse. Luftschleuse wird verriegelt. Erfolgreich. Weiter. Warnung, bedrohliche Umgebungsbedingungen, Raumanzug empfohlen. Du hast nur einen Raumanzug. Wenn du durch die Schleuse gehst, kann dich niemand begleiten. Hm, das dachte ich mir doch. Gruppenmitglieder verlassen, Luftschleusensequenz starten. Wird belüftet, erfolgreich. Entriegeln, erfolgreich. Oh. Guck ich mal, habe ich irgendeine Waffe? Kann ich das mit irgendeiner Taste? Ah. Ja, tatsächlich. Ich kann den Schall. Ach, hier unten. Ja, genau. Schallgenerator 2. Ach, ich kann den nur zweimal drücken oder habe ich zwei Schallgeneratoren? Hier ist nichts. Vorne steht noch ein Überlebender. Hey. Wer ist da? Ihr seid zumindest kein Selkav. Seid ihr ein weiterer Rettungstrupp? Wir wurden von der Republik geschickt, um zu untersuchen, was hier unten geschah. Ich bin ein Söldner, der von der Republik vor etlichen Tagen angeheuert wurde, um zu untersuchen, was hier vor sich geht. Doch hier trafen wir nur auf völlig übergeschnappte Selkav, die alles fressen, was sich bewegt. All meine Gefährten sind tot. Die Selkav sind über uns ausgeschwärmt. Es waren Dutzende und irgendwas an ihnen hat nicht gestimmt. So als ob sich etwas tief drinnen in ihnen geändert hätte. Sie waren verrückt oder so. Ich wäre schon längst zurück an die Oberfläche, wenn die Anlage nicht von all den verrückten Selkav überrannt worden wäre. Ich habe keine Chance, zum U-Boot-Hangar zu gelangen. Jetzt schon. Was macht ihr hier im Unterwasserbereich der Station? Ich habe eine Möglichkeit gefunden, zum Hangar zu kommen und den Rest der Basis abzuriegeln. Ich muss nur noch den Koito-Sammler finden, den sie am Rand des Wrecker-Riffs gebaut haben. Das Ding hat ein Notfallüberbrückungssystem, mit dem man die Tore zum U-Boot-Hangar öffnen kann. Ich könnte von außen hineinkommen. Ich dachte, meine einzige Chance würde darin bestehen, einen Schutzanzug anzuziehen, zum Meeresboden hinabzugehen und mir selbst den Sammler vorzuknöpfen. Außerdem ist es vermutlich am Meeresboden sicherer als hier drinnen, mit all den verrückten Selkav, die nur noch nach einem schmackhaften Nachtisch suchen. Ich muss noch weiter. Ich bleibe keine weitere Minute mehr in der Anlage. Nicht mit all diesen psychotischen Fischmenschen überall. Ich breche jetzt zum Meeresboden auf. Der Weg führt zu einer weiteren Gruppe von Gebäuden. Um zum Koito-Sammler zu gelangen, müssen wir durch diese Gebäude. Wir sollten wohl besser zusammenbleiben. Aber ich werde auf keinen Fall hier warten mit den ganzen Selkav in der Gegend. Wenn ihr mir später folgen wollt, geht den Gang hinunter und dann durch die Türen rechts. Ich warte am Meeresboden, wo es sicher ist.
Okay, der ist da lang. Wir wollen sich aber hier noch ein bisschen umgucken. Gehen wir hier Vollgas. Da ist eine andere Drucktür. Ja, da geht's raus. Zugeschweißte Tür. Warum sind die zugeschweißt? Ah, hier ist eine Feldkiste, mal sehen. Oh ja, Splitterbomben halt. Hier noch was? Nee. Na, da müssen wir eben doch hinterher. Die Tür ist zugeschweißt, ja. Gesehen. Sehen, ob wir den anderen noch einholen. Warte, ich komme ja doch mit. Hat er gesagt, du wartest hier, ne? Da ist er auch. Hier nochmal gucken? Nee. Sehr gut. Sei vorsichtig. Come on, hurry up. Don't just stand there, we have to keep moving. The water is filled with... Oh. Warum hat er eigentlich Englisch gesprochen? Und ich werde nicht weggeschnappt. Ich habe Angst. Hier lang, ne? Feind in Sicht. Okay. Ah. Sehr gut. Das Schallding scheint zu funktionieren. Da ist einer inne drin. Zumindest geht das einigermaßen. Ich gehe mal durch die Drucktür. Ich hoffe, das ist richtig. Leiche eines republikanischen Soldaten. Hier ist ein Spind. Oh, und das sind solche Typen. Nahkampfschild. Ach Leute, ich bin da jetzt ganz allein. Was die alle haben. Ein paar Credits.
sehen, ob der was Interessantes einstecken hat. Eine Atemmaske. Ein Duellierschild. Und was ist hier drin? Noch zwei Antidots. So, wollte ich jetzt nicht die Machtpunkte verschwenden dafür. So, da bin ich reingekommen. Ich glaube, ich wurde bin ich da schon wieder reingelatscht. Dumm. Naja. Oh, ein Energiefeld. Nein. Nein, ihr könnt hier nicht rein. Ihr lasst die Phyraxa und die Selkath herein. Nein, bleibt draußen. Bleibt draußen. Ich lasse nicht zu, dass uns diese Monster kriegen. Ich werde euch aufhalten. Ich pumpe den Druck aus der Kammer. Das wird euch aufhalten. Töte sie. Du musst sie töten. 60 Sekunden bis zur vollständigen Dekompression. 54 Sekunden bis zur vollständigen... bis zur vollständigen Dekompression. 36 Sekunden bis zur vollständigen Dekompression. Tut mir ja leid, aber... 30 Sekunden bis zur... Nein, nein! Die Phyraxa! Nein, die Selkath kommen! Nein! Ich bin ein Freund, ich werde euch beschützen. Ihr beide seid jetzt in Sicherheit. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ach so. Ich bin in Panik geraten, als ich hörte, dass jemand vor der Tür ist. Bitte vergebt mir. Ich habe solche Angst. Wir haben einfach Angst. Als die Selkath verrückt wurden, dachte ich, dass alle außer mir und Sami den Verstand verloren hätten. Einige unserer Leute waren nicht in der Station, als es passierte. Die phyraxanischen Haie haben sie einfach zerfetzt. Es war schrecklich. Plötzlich fingen die Selkath an zu schreien und alles um sich herum zu zerkratzen. Mein Team wurde vor meinen Augen zerstückelt und gefressen. Sami und ich dachte, wir wären die einzigen Überlebenden. Ab und zu hörten wir die Selkath draußen vor der Tür. Und diese merkwürdigen Geräusche, die durch die ganze Basis hallten. Wir dachten, alle sind tot. Tot oder verrückt. Ich habe die Nerven verloren. Was soll ich sagen? Ich bereue meinen schrecklichen Fehler zutiefst. Ich bin Conor Nolan und das ist Sami. Wir waren als Wissenschaftler hier am Rakat Rif-Projekt beschäftigt. Was hat die Republik hier gemacht? Wir hatten eine geheime Vereinbarung mit den gemäßigten Mitgliedern der Selkath. Sie wussten, dass Manan nach einem Sieg der Sith seine Unabhängigkeit nicht würde verteidigen können. Diese Bastarde würden den ganzen Planeten auslöschen, nur um an das Kolto zu kommen. Deshalb durfte die Republik diese geheime Basis bauen. Wir wollten hier hinter dem Rücken der Sith Kolto fördern. Aber es ist alles schiefgelaufen. Was geschah? Das wissen wir nicht. Nicht genau. Die Arbeitsteams waren draußen am Riff, in der Nähe der Quelle. Plötzlich gab es ein lautes Grollen. Ich dachte, mir platzt gleich der Kopf. Dieses Monster ist aus dem Riff aufgetaucht. Ich glaube, es war ein phyraxanischer Hai. Der größte, den ich je gesehen habe. Größer als unsere U-Boote. Es war so, als würde er in meinem Schädel brüllen. Dann brüllten plötzlich auch die Selkath und griffen uns an. Was hatte der Hai damit zu tun? Vielleicht hat er die Ruinen am Riff beschützt. Das könnte sein. Vielleicht lebt er in der Nähe der Kolto-Quelle im Rakat-Riff. Das würde einiges erklären. Was beispielsweise? Zum Beispiel, warum er unsere Bautrupps angegriffen hat und warum er so groß ist. Er ernährt sich vermutlich ausschließlich von Kolto. Seiner Größe nach muss er uralt sein. Aber mit Kolto als Nahrungsquelle... Und die ganzen anderen phyraxanischen Haie.
Vielleicht ist das sein Nachwuchs. Das ist es. Die Kinder wollten einfach nur ihre Mutter beschützen. Die Stern, die ich, Shankar, die ich suche, ist dort draußen. Ich muss an ihm vorbei. Das wäre Selbstmord. Er ist immer noch da draußen. Er wartet da draußen auf uns. Was kann ich also tun jetzt? Die phyraxanischen Haie waren schon immer ein ernstes Problem. Wir hatten ein paar Blaster und Projektilkanonen, um uns gegen sie zur Wehr zu setzen. Trotzdem haben sie immer wieder Arbeiter getötet. Wir wollten eine wasserlösliche Substanz finden, mit der wir sie vertreiben können. Irgendwas, das sie verjagt. Tja, wir haben es nicht geschafft. Nicht so voreilig. Sie ist zwar nicht perfekt, aber für eine Situation wie diese wie geschaffen. Nein, es funktioniert nicht richtig. Wer weiß, was es anrichtet. Wovon redet ihr da? Der Abwehrstoff, den wir hergestellt haben, sollte die Haie vertreiben. Aber wir konnten ihn nicht fertigstellen. Wir haben einen hochgiftigen Stoff getestet. Er hat ihre Außenhaut in Sekundenschnelle zersetzt und ihre Atemwege verätzt. Dadurch konnten sie den Sauerstoff nicht mehr aus dem Wasser filtern. Und genau das brauchen wir jetzt. Etwas, womit wir diesen Hai vernichten können, der unsere Station zerstört hat. Aber wir wissen nicht, wie der Stoff reagiert. Wir konnten ihn nur in einer kontrollierten Umgebung testen. Wer weiß, was im Meer passiert? Vielleicht wird sogar das Colto zerstört. Wir wissen genau, was passiert. Der Hai stirbt. Dazu haben wir die Substanz schließlich entwickelt. Was könnte ich sonst tun? Mehr müsst ihr nicht tun. Wir haben einen Kanister mit dem Gift hier. Wir haben mit dem Toxin experimentiert, bevor die Selkhaft den Verstand verloren haben. Ihr müsst es nur in den Colto-Sammler füllen und verteilen. Und dann bringt euch in Sicherheit. Wir wissen nicht, wie der phyraxanische Hai auf das Gift reagiert. Welche anderen Möglichkeiten stehen mir denn offen? Außer dem Gift. Das Monster wurde anscheinend von den Maschinen, die wir am Rand des Riffs installiert haben, angelockt. Wir haben über die Kameras beobachtet, wie es die Maschinen angreift. Wenn ihr die Maschinen, die wir installiert haben, zerstört, beruhigt sich der Hai vielleicht und zieht sich in sein Versteck im Riff zurück. Bin mir da nicht so sicher. Ich bin sicher. Programmiert die Sammler so, dass der flüssige Stickstoff einen Überdruck erzeugt. Dadurch explodieren die Treibstofftanks und die ganze Maschine wird zerstört. Das verwendete Hydroliumgas ist bei 1 bis 3 Millionen Sang gasförmig und bei etwa 4 Millionen Sang flüssig. In flüssigem Zustand ist es hochexplosiv. Wenn ihr genug Hydroliumgas in den Tank pumpt, wird es durch den Druck flüssig. Wenn es soweit ist, wird in der Maschine eine Kettenreaktion ausgelöst. Aber dann verlieren wir alles, was wir hier aufgebaut haben. All die Jahre harter Arbeit. Das ist immer noch besser, als den ganzen Ozean zu verseuchen. Okay. Ich tue, was ich will, außerdem werde ich euch beide abschlagen. Nee, ich werde versuchen, den Sammler zu zerstören. Gut. Langfristig gesehen ist es besser, die Maschine zu zerstören. Wir dürfen das Colto nicht gefährden. Hackt euch in den Computer des Sammlers und erhöht mit den Treibstoffpumpen den Druck im Tank, bis sich das Hydrolium verflüssigt. Wenn die Maschine erstmal zerstört ist, verschwindet auch der Hai. Ihr wisst, dass das nicht funktioniert. Ihr müsst das Gift durch den Sammler verteilen. Wenn der Hai tot ist, können wir wieder Colto abbauen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ich hoffe, ihr trefft die richtige Entscheidung. Ja, das hoffe ich auch. So, naja, wir müssen jetzt hier wahrscheinlich weiter, ne? So, dann geht's wieder zur Drucktür. Aktiviere Luftschleuse. Luftschleuse wird verriegelt. Achtung, lebensfeindliche Umgebung. Schutzanzug empfohlen. Na klar. Luftschleusensequenz beginnen. Wird belüftet. Entriegeln. Erfolgreich. Da ist schon ein Phyraxaner. So, also. Drucktür. Dann gehen wir mal zur nächsten Drucktür.
Ah, nee. Hier wollte ich gar nicht wieder rein. Okay. So. Karte. Zur Kolto-Kontrolle. Kontrollfeld. Das ist wahrscheinlich besagter Computer. Zugriff auf Sammlersteuerung. Gift in die Öffnung leiten. Nee, auf Druckkontrolle des Treibstofftanks zugreifen. Überdruckprogramm laden. Erfolgreich. Operator, Achtung. Hydrolium wird bei 4 Millionen Sangen instabil. Druckbehälter wird explodieren. Was soll er mal? Treibstoffzuleitungsdruck bei 0 von 3 Millionen Zang. Behälterdruck bei 0 von 5 Millionen Zang. Befehlseingaben. Einspritzer befüllen. Treibstoffzuleitungsdruck bei 3 von 3 Millionen Zang. Behälterdruck bei 0. So. Vom Einspritzer zu Behälter übertragen. So. Füllt den Behälter. Jetzt machen wir einen Spritzer voll. Das ist alles. Und jetzt? Druckstatus zeigen. Achso, wir müssen auf 5 kommen. Also. Behälter leeren. Einspritzer leeren. So. Also, füllt den Behälter. Zack. Von Behälter zu Einspritzer. Genau. Jetzt haben wir 2 im Behälter. So, wenn wir das jetzt rüberschieben, Fehler, Same, Fehlfunktion, Notabschaltung eingeleitet, gescheitert. Achtung, Behälter ist instabil, sofort evakuieren. Okay, jetzt haben wir es kaputt gemacht, wie es aussieht. Jetzt können wir da hingehen, wo wir hinwollen, hoffe ich. 1500 Erfahrungspunkte. Karte. Gehen wir einfach mal geradeaus und hoffen, dass wir nicht. Seebestie. Jetzt, da der Koldosammler zerstört ist, zeigt der große phyraxanische Hai kein Anzeichen von Feindseligkeit mehr. Er lässt euch passieren. Na, das ist ja spitze. Danke, du. Riesenhai. Ah, und hier ist wahrscheinlich die Sternenkarte. Aha. Spitze. Jetzt haben wir die Daten auch gesammelt. Ja, und jetzt geht's zurück. Hoffentlich kommen wir heile zurück. Und da sind wir wieder. Oh, die sind aufgestiegen. Euer Wunsch? Fähigkeiten.
Talente. Laserschwert voll machen. So, Kräfte. Was empfehlen Sie denn? Macht Wirbelsturm? Nee, den hat die andere. Wir machen mal... Was ist das? Light. Und das war langsam. Das ist eine dunkle Macht. Ach so. Dann machen wir hier die Droiden zerstören. So, annehmen. Und sie macht auch das. Kräfte. Muss auch Droiden zerstören. Müssen wir jetzt den Wissenschaftlern nochmal Bescheid geben? Ja? Ich natürlich. Jetzt alles gut ist, kann man denen ja sagen. Wir haben euch über die Kameras beobachtet. Die Maschine zu zerstören war für uns alle das Beste. Dieses Wesen, der phyraxanische Hai, der Wächter des Kolto oder was er auch sein mag. Er hat sich anscheinend beruhigt. Vielleicht könnten wir hier jetzt sogar raus. Wir bleiben besser hier und warten auf die Rettungstrupps. Danke, dass ihr euch richtig entschieden habt. Na bitte, und was hast du dazu? Ich habe über die Kameras gesehen, was passiert ist. Und ich kann nicht glauben, dass ihr das getan habt. Wie konntet ihr den Kolto-Sammler zerstören? Das wirft uns um Jahre zurück. Sobald wir wieder an der Oberfläche sind, werde ich dafür sorgen, dass die Republik den Vorfall untersucht. Und jetzt kehrt an die Oberfläche zurück und sorgt dafür, dass die Republik uns ein echtes Rettungsteam schickt. Die war viel freundlicher, mein lieber Kollege. So, also wieder die ganze Sache. Und hinüber. Schnell rüber. Und jetzt zur Oberfläche. Ah, die Feldkiste hatten wir schon. So, jetzt müsst ihr auf relativ geraden Weg zurück zum U-Boot-Hangar gehen. Haben wir da eins übersehen oder ist das leer? Leer. Ah, die Haie überall. Schon. Cool. So, da ist das U-Boot. Der Typ ist weg, der hier. Den wir jetzt gefunden hatten. Gut, da sind das U-Boot. Diesem U-Boot kann man nach Arto City aufsteigen. Na, das ist richtig. Dann nutzen wir es mal. Der gute Chef, der Roland. Ihr seid zurück. Ich hatte schon Angst, dass ihr auch spurlos verschwindet. Also, habt ihr herausgefunden, was in der Raffinerie passiert ist? Die Selkas sind durchgedreht. Bitte? Was haben sie getan? Und warum? Eure Arbeiten haben was aufgeweckt. Da unten? Im Riff? Das gibt's doch nicht. Ein riesiger Phyraxanhai, der alle Selkas in den Wahnsinn getrieben hat. Das ist schrecklich. Die Operation ist an einer unvorhersehbaren Katastrophe gescheitert. Was ist mit der Anlage selbst? Gibt es Überlebende? Einige Wissenschaftler haben überlebt. Das ist gut zu wissen, wirklich gut zu wissen. Aber was ist mit der Anlage? Ist sie beschädigt? Ja, die Erntemaschine wurde leider zerstört. Nein, das ist
Schrecklich. Das wirft uns um Jahre zurück. Vielleicht kostet es uns sogar den Sieg. Obwohl ich froh bin, dass ihr unsere Probleme gelöst habt, frage ich mich, ob der Preis nicht zu hoch war. Aber ihr habt eure Arbeit getan und uns in Zeiten der Not geholfen. Dafür danke ich euch. Oh, und habt ihr eure Sternenkarte gefunden? Das geht euch nichts an. Ja, das habe ich getan. Und damit habt ihr euch auch selbst geholfen. Vielleicht können wir ja wieder einmal zusammenarbeiten. Vielleicht. So, wir haben irgendwas erhalten und was verloren, was auch immer. Können wir mal gucken, was an einem Datenpad gibt. Die Atemmaske. Immunität, Gift. Aha. Sternkarte Mana an. Du hast die Kardinalen von Sternkarte von Mana an ein Datenpad übertragen. Eine Münze. Dies scheint ein persönlicher Gegenstand zu sein. Vielleicht könnte ihn jemand identifizieren, der den Besitzer kennt. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Eine Münze. Na gut. So. Hat mir jetzt noch offene Aufträge? Wir können den HK-47 im Hangar noch mal versuchen zu reparieren. Was ist jetzt? Halt, Mensch! Wir haben eine Reihe von Unterwasserexplosionen in der Nähe des Raka-Riffs aufgezeichnet. Es ist bekannt, dass ihr Fragen darüber gestellt habt und unsere Überwachungsmonitore in der republikanischen Botschaft haben euch dabei aufgezeichnet, wie ihr in ein U-Boot zum Raka-Riff gestiegen seid. Ihr werdet sofort mit uns kommen und euch für eure Handlungen rechtfertigen. Oder wir werden uns gezwungen sehen, Gewalt anzuwenden. Ihr werdet mich niemals lebend kriegen. Sehr wohl, ich werde mich nicht wehren. Aber wenn Sie das tun können, dann könnte das ganze System... Ruhe, das ist nicht für die Ohren von Fremdlingen bestimmt. Nun Mensch, ihr befindet euch in einer schwierigen Situation. Das Raka-Riff ist Mana-Ans wertvollster Besitz. Und wer es oder das Kolto bedroht, bedroht unser ganzes Volk. Wir werden es nicht tolerieren, wenn unsere Neutralität, unsere Existenz und unsere Lebensart bedroht werden. So sehr wir auch eure Republik und insbesondere euren Orden bewundern, so wird es euch doch schwerfallen, eure Rolle bei diesem Zwischenfall angemessen zu erklären. Wir haben herausgefunden, dass ihr für die Detonation in der Nähe des Raka-Riffs verantwortlich wart. Wir wollen wissen, was dort unten passiert ist. Wenn die Republik den Vertrag mit uns gebrochen hat, dann wird das verheerende Folgen haben. Was habt ihr am Riff gemacht? Die Explosionen geschahen in der Forschungsstation, die unsere beiden Regierungen dort eingerichtet hatten. Forschungsstation, wovon sprecht ihr? Liegt uns nicht an, Mensch. Wir wissen davon. Was? Wir reden später darüber. Das muss ans Licht kommen. Der Rat wird nichts davon erfahren und ihr werdet Stillschweigen bewahren oder man wird euch aus dem Gericht werfen. Doch wir können... Ruhe! Was ist in der Forschungsstation geschehen? Was hat die Explosion verursacht? Die Maschinerie hat einen riesigen phyraxanischen Hai aufgeweckt. Einen riesigen Phyraxa könnte es... Unmöglich. Es ist nur eine Legende. Doch er sagte, er hätte ihn getötet, oder nicht? Habt ihr diesen Hai getötet, Mensch? Ich habe die Maschinerie zerstört, um ihn zu retten. Der Vorfahr. Er muss es gewesen sein. Seid ruhig, das ist nur ein Mythos, den Fremdlinge wir nicht hören sollten. Doch wenn es der Lebensbringer war, der Vorfahr unseres Volkes, was das bedeuten würde? Wenn er schon immer dort war, dann wäre das Kolto vielleicht... Genug, das müssen Außenweltler nicht hören. Doch er sagte, er hätte ihn gerettet. Er hat die Sammler zerstört, um ihn zu retten. In der Tat, jetzt sehe ich eure Handlung in einem völlig neuen Licht, Mensch. Es muss erst gründlich überdacht werden, sowohl eure Handlungen als auch, wie wir darauf reagieren sollen. Das Gericht vertagt sich, während wir beraten.
Wir haben eure Handlung und die Situation besprochen, Mensch. Wir danken euch für die Zerstörung der Maschinerie und für die Rettung des riesigen Phyraxa, der unserer Ansicht nach die Quelle des Kolto ist, oder zumindest dessen Wächter. Wir werden euch nicht länger festhalten. Obwohl wir unsere Dankbarkeit nicht offen zeigen können, solltet ihr wissen, dass ihr euch unseren Respekt verdient habt. Die Verhandlung ist nun beendet. So, jetzt muss ich ja eigentlich nicht mehr allein sein. Habe ich noch irgendwas hier an Aufträgen offen? Ich glaube nicht. Ich könnte jetzt direkt... Ach, da sind ja die Kollegen. Wo waren die gerade mal? Jetzt muss ich ja schon mich orientieren. Auf der Karte. Gericht. Untersuchungszelle. Na, da wissen wir noch nicht, was es damit auf sich hat. Na gut, dann gehen wir zurück zu Eben Hawk. So, und jetzt gehen wir da rein. So, HK, jetzt versuchen wir nochmal die Reparatur, oder? Aussage. HK-47 ist einsatzbereit, Meister. Spitze. Ich möchte versuchen, einen Teil deines Speichers wiederherzustellen. Bestätigung. Wenn ihr denkt, dass ihr der Aufgabe gewachsen seid, kann ich euch sicher behilflich sein. Wunsch. Aber bitte seid vorsichtig. Ich bin zu wertvoll und zu hoch entwickelt, um durch die Hand eines Stümpers zu sterben. Ich will es versuchen. Gehen wir es an. Aussage. Wie ihr wollt, Meister. Ihr müsst zuerst auf meinen zentralen Kontrollcluster zugreifen. Das kann eine Weile dauern. Zunächst müsst ihr dazu drei Platten öffnen. Und jetzt schließt die letzten drei Relais wieder an. Ja, gut. Bravo, Meister. Ich glaube, die Operation war ein Erfolg. Greife auf neuen Gedächtnisspeicher zu. Zugriff abgeschlossen. Ich habe Informationen über meinen vorletzten Besitzer wiederhergestellt, Meister. Faszinierend. Was ist daran so faszinierend? Aussage. Anscheinend war mein vorletzter Besitzer ein Senator auf Coruscant. Ein wichtiger Mann, der technische Qualität und Handwerkskunst offenbar zu schätzen wusste. Scheinbar bist du ganz schön rumgekommen, HK. Bemerkung. Es sieht fast so aus, nicht wahr? Ich kann mich noch an die funkelnden Lichter von Coruscant erinnern. Sehr hübsch. Können wir nach Coruscant fliegen, Meister? Ich erinnere mich, dass ich sehr stolz war, einem Senator zu gehören. Einer seiner Assistenten entdeckte später zufällig mein Neutralisierungsprogramm. Der Assistent war beunruhigt und riet dem Senator, mich zu verschrotten, um einen Skandal zu vermeiden. Natürlich befahl mir der Senator, diesen Narren zu eliminieren. Wie es scheint, reden wir also nicht über einen netten Senator. Bemerkung. Senatoren sind nie nett, Meister. Entweder sie ziehen die Fäden oder sie sind Geschichte. Das hat mein Meister immer gesagt. Ich war sehr stolz darauf, am politischen Sterben der Galaxis teilzuhaben und die steile Karriere meines Meisters mitzugestalten. Ich glaube, er hätte das Zeug zum Kanzler gehabt. Ich habe sogar einige seiner wichtigsten Gegner eliminiert, obwohl er mich nicht darum gebeten hatte. Sozusagen als Bonus. Dazu bist du in der Lage? Antwort. Sicher. Warum nicht? Ich bin schließlich ein intelligenter Droide. Ich erkenne und nutze meine Chancen. Mein Meister war mit meiner Arbeit sehr zufrieden. Bemerkung. Er hätte es noch sehr weit bringen können, wenn er mich nicht für private Zwecke missbraucht hätte. Eines Tages befahl er mir, seine Frau zu beseitigen. Warum hat er sowas getan? Antwort. Ich weiß es nicht. Der Mensch war sehr aufgeregt und wütend. Ich glaube, seine Frau hatte ihn zutiefst verärgert. Ich sollte seine Frau in der gemeinsamen Sommerresidenz eliminieren. Und ihren männlichen Begleiter. Seine Frau hat ihn also betrogen? Aussage. Ich weiß nicht, Meister. Das Wort Betrug ist nur gerechtfertigt, wenn man sich erwischen lässt. Andernfalls spricht man doch eher von Intelligenz, oder nicht? Ich reiste zum südlichen Kontinent, doch wie sich herausstellte, folgte mir mein Meister. Offenbar bereute er die Aktivierung meines Neutralisierungsprogramms. Als ich seine Frau und ihren Begleiter aufspürte, ging ich zum Angriff über. Doch mein Meister warf sich vor seine Frau. Und starb. Ein seltsames Verhalten. Selbst für einen Fleischsack, findet ihr nicht? Nach der Terminierung meines Meisters habe ich mich natürlich sofort abgeschaltet. Dann sind sie also zwei von zwei Meistern vernichtet. Bemerkung. Bis jetzt, Meister. Aber ich habe noch sehr viele Erinnerungen, die wir reaktivieren könnten.
Was geschah dann mit dir? Nee, scheinbar hat er am Schluss doch noch sowas wie ein Gewissen entwickelt. Bemerkung, das ist unwahrscheinlich. Er hatte wohl eher Sorge, dass der Tod seiner Frau seine Karriere ruinieren würde. Gibt's noch mehr, das was geschah dann mit dir? Aussage. Ich glaube, die Frau des Senators wusste nicht, was ich war oder was sie mit mir tun sollte. Also hat sie mich an einen Bekannten, den Handelsoffizier, verkauft. Gibt's noch mehr, das reaktiviert wurde? Antwort. Ich habe noch einige Programme zur Leistungsoptimierung entdeckt. Ein sehr erfreulicher Fund. Bisher wurden keine Erinnerungsfunktionen wiederhergestellt. Ihr müsst es noch einmal versuchen. Mit etwas Glück finde ich den Impuls, der meinen Kernspeicher freischaltet. Trotzdem danke ich euch, dass ihr es versucht habt, Meister. Dank deiner Reparatur erhält HK 47 einen permanenten +2-Bonus auf seinen Verteidigungswert. Zusätzlich zum +2 auf seine Geschicklichkeit. Okay, nicht schlecht. So. Geschützturm. Wie kann ich euch beistehen, Padawan? Ich habe mich gefragt, ob wir uns ein wenig unterhalten können. Worüber wollt ihr mit mir sprechen? Erzählt mir was über eure Vergangenheit. Nun, ich schätze, ich habe noch nicht viel über die Jedi erzählt, die ich in meiner Heimat traf. Sie, alle von ihnen, waren so belebend. Belebend? Ja, sie waren so voller Leben, so voller Hoffnung und Energie und Eifer. Rückblickend kann ich sagen, dass es wohl alles ein wenig tragisch war. Tragisch? Nun, ja. Die Jedi waren auf dem Weg, gegen die Mandalorianer zu kämpfen, kurz nachdem diese mit ihrer Invasion begonnen hatten. Viele der Jedi starben in den Kämpfen. Doch für uns schienen sie unbesiegbar, vor allem ihr Anführer, über den sie beständig sprachen. Mir erschienen sie wie Verkörperung von Licht und Gerechtigkeit, die jede Ungleichheit und alles Böse hinwegfegten. Es war so, als ob ich die Götter schauen durfte. Jedi sind keine Götter. Das weiß ich. Ich habe bei meiner Beschreibung von der poetischen Freiheit Gebrauch gemacht. Aber diese Jedi, sie verzauberten alle. Jeder wollte sie nur berühren. Manche Leute glaubten, es würde ihnen Glück bringen. Nicht, dass der Frieden, den sie brachten, lange Bestand hatte. Was geschah? Die Jedi verließen uns. Die Leute wurden unvorsichtig. Jene, denen Unrecht geschehen war, sahen ihre Gelegenheit zur Rache gekommen. Und so dreht sich das Rad der Gewalt ständig weiter. Die Unterdrückten wurden die neuen Unterdrücker. Wir reden hier von menschlichen Unterdrückern. Die Nichtmenschlichen wurden ohnehin immer schlecht behandelt. Wir wurden von beiden Regierungen verachtet. War es so schlimm? Natürlich war es das. Sie ließen all ihre Frustrationen und ihren Hass an uns aus, weil die Leute, an denen sie sich wirklich rächen wollten, bereits geflohen oder zu gut geschützt waren. Doch niemand schert sich um die Ungerechtigkeiten, die wir erlitten haben. Oh nein. Aber es tut mir leid. Ich sollte diese Ausbrüche bezähmen. Solange ihr nicht zulasst, dass der Ärger euch kontrolliert? Versteht ihr denn nicht? Die Tatsache, dass ich davon gesprochen habe, bedeutet ja schon, dass mich die Wut kontrolliert. Wut kann zur dunklen Seite führen. Ich muss stets wachsam sein, damit ich nicht in meine alten Fehler verfalle. Ich danke euch für eure Unterstützung. Mein Ausbruch war unmotiviert, doch ihr habt nicht voller Zorn reagiert. Ihr seid wohl ein viel besserer Jedi als ich. Doch wir wollen nicht weiter darüber sprechen. Wir sollten unsere Reise fortsetzen. Vielleicht können wir später noch darüber reden. Genau. Später ist besser. So. Kars, hast du was Neues? Was habt ihr auf dem Herzen? Möchtet ihr reden? Beim letzten Mal habt ihr euch doch sehr aufgeregt. Ist nicht gerade meine Stärke. Aber ich weiß, dass ich euch eine Entschuldigung schulde. Mehr als eine sogar. Ich brannte darauf, in der Schlacht über Taris endlich Saul stellen zu können. Und da kommen diese Jedi plötzlich mit diesen Sternenkarten daher. Ich weiß ja, dass auch diese Mission wichtig ist, aber ich komme mir ein wenig nutzlos vor. Ich kann kämpfen, klar, aber ich bin nun mal kein Jedi. Das alles hier ist irgendwie nicht meine Kragenweite. Wenn ihr euch ein wenig zusammenreißt, seid ihr vielleicht nicht mehr ganz so nutzlos. Ihr seid nicht gerade zurückhaltend, nicht wahr?
Also, nicht, dass ich es nicht verdient hätte. Ich hasse es einfach nicht zu wissen, was vor sich geht. Ich fühle mich dann so hilflos. Aber ich hätte das nicht auf eurem Rücken austragen dürfen. Ich habe mich wahrscheinlich ziemlich dämlich angestellt, oder? Macht euch darüber keine Sorgen, Carl. Doch, das tue ich. Ich bin die Routen mehr als einmal entlang gefahren. Ich müsste es besser wissen. Es tut mir leid. Nehmt ihr meine Entschuldigung an? Nur wenn ihr dazu bereit seid, endlich mal vernünftig mit mir zusammenzuarbeiten. Nein, das werde ich nicht. Sei einfach still und tut in Zukunft einfach das, was man nicht sagt. Ich mache das Erste. Nur wenn ihr dazu bereit seid, endlich einmal vernünftig mit mir zusammenzuarbeiten. Abgemacht. Machen wir uns also auf den Weg. Partner? Okay, check. Und du, was hast du über die neue Entdeckung zu sagen? Wie kann ich helfen? Ihr wollt mit mir sprechen? In der Tat. Ich habe euch beobachtet. Ich wollte wissen, welche Fortschritte ihr gemacht habt, seit ihr von Master Zar unterrichtet werdet. Mein Fortschritt? Ich weiß, dass ihr vielen Versuchungen widerstehen konntet auf dem Weg zur hellen Seite. Das ist äußerst lobenswert. Aber ich befürchte, ihr könntet von diesem Weg abkommen. Ihr müsst sehen, was die dunkle Seite in ihrer Gänze darstellt. Denn dagegen kämpfen wir. Nur ein Jedi-Meister kann dies in all seiner Weisheit wirklich erklären. Aber ich werde mein Bestes geben und versuchen, es euch verständlich zu machen. Was wollt ihr damit sagen? Nichts ist einfacher, als dem Zorn oder der Versuchung nachzugeben, um die Macht zu destruktiven Zwecken zu missbrauchen. Doch diese Dinge führen geradewegs zur dunklen Seite. Die dunkle Seite ist heimtückisch und wächst, je näher ihr an sie heranrückt. Sie bettelt darum, sich ihr zu ergeben und ihre fürchterliche Macht entfesseln zu dürfen. Und es wird von Mal zu Mal schwieriger, ihr zu widerstehen. Wenn ihr aufhört, ihr zu widerstehen, ist es zu spät. Sie wirbelt euer Inneres durcheinander und verwandelt euch in eine Karikatur eurer selbst. Wie könnt ihr wissen, dass es so fürchterlich ist? Man muss sich nur die Verbrechen ansehen, die von denen begangen wurden, die unter dem Einfluss der dunklen Seite stehen. Dann versteht man das Grauen der dunklen Seite in all seinem fürchterlichen Ausmaß. Millionen Tote und unzählige, die leiden müssen. Was für ein Charakter muss man haben, wenn man solche Taten auch noch mit Stolz ausführt? Wollt ihr damit sagen, die helle Seite verabscheut jegliche Form von Gewalt? Jemand, der dem Pfad des Lichts folgt, wird nie einen Unschuldigen niederschlagen. Nur wenn es gegen die dunkle Seite und der ihr folgenden Ungerechtigkeit geht, greifen wir zu den Waffen. Es ist leicht zu glauben, man selbst sei dagegen immun, habe sich vollständig unter Kontrolle, sei wachsam und weitblickend. Wenn wenigstens das wahr wäre. Wie, glaubt ihr, sind die Sith so mächtig geworden? Es gibt viele Jedi, die der dunklen Seite erlegen sind und sich ihrer Sache angeschlossen haben. Kann es eine größere Waffe geben, als einen Gegner von der eigenen Sache zu überzeugen? Sein Wissen gegen seine früheren Freunde zu verwenden? Wir werden schwächer und sie immer stärker. Also müssen wir uns stärken und alles tun, was nötig ist, um die dunkle Seite zu bekämpfen. Selbst wenn die Schlacht irgendwann einmal ermüdend wird. Alles tun, was nötig ist, zum Beispiel? Ich weiß nicht. Unsere Zukunft ist durch die Schatten der dunklen Seite vernebelt. Aber ich spüre etwas Gefährliches in diesen Schatten. Worte allein können uns nicht vor der dunklen Seite bewahren. Wir sollten uns wieder unserer letzten Aufgabe widmen. Ich hoffe, dass wir alle stark genug sind, wenn die Zeit reif ist. Okay, das hoffen wir alle. So, und jetzt geht's zum nächsten Planeten, würde ich sagen. Denn wir müssen noch nach Kashyyyk. Auf geht's, reisen. Kaelor-Nord ist tot, Lord Malak. Er ist bei seinem Auftrag gescheitert. Verzeiht mir. Die Strafe für Versagen ist grässlich, Admiral Karev. Aber Kaelor hat versagt, nicht ihr. Ihr dürft euch erheben. Soll ich einen anderen Kopfgeldjäger anheuern, Lord Malak? Ein einfacher Kopfgeldjäger hat gegen eine Jedi keine Chance.
Ich werde meine Fehler nicht wiederholen. Mein Schüler Darth Benden soll sich um unsere Jedi-Freundin kümmern. Hier macht eine ganze Einrichtung kaputt. Findet Bastila und bringt sie her. Lebendig, wenn möglich. Wie ihr befehlt, Meister. Oh, neuer Traum. Eine andere Vision. Die Macht leitet uns. Sie hilft uns, die Schritte von Malak und seinem alten Meister aufzuspüren. Wir kommen der Sternschmiede immer näher. Kashyyyk ist eine üppige, aber einfache und unentwickelte Welt. Hier hätte ich die fremde Technologie einer Sternkarte nicht vermutet. Es kam mir so vor, als wäre die Sternkarte am Waldboden. Die Wookies von Kashyyyk siedeln hoch oben in den Vroshia-Ästen. Nur die mutigsten von ihnen steigen in die verbotenen Tiefen des Waldes hinab. Wenn sich die Sternenkarte irgendwo tief unter uns auf der Planetenoberfläche befindet, und das deutet unsere Vision ja an, dann wissen die Wookies bestimmt nicht mal, dass es sie überhaupt gibt. Wenn wir erst wissen, wo die Sternenkarte ist, werden wir klarer sehen. Okay. Sonst noch was? Wie kann ich helfen? Warum hat mich der Rat mit euch auf diese Mission geschickt? Warum? Weil ich diese Mission nur mit Hilfe anderer erfüllen kann. Und vor allem brauche ich jemanden, der die Macht auf besondere Weise beherrscht. Darüber hinaus haben die Ereignisse auf Taris eindeutig gezeigt, dass die Macht uns für diese Mission zusammenbringen wollte. Reicht euch das noch nicht als Beweis? Es kommt mir seltsam vor, dass man mich ohne Begleitung eines Meisters losschickt. Ich gebe zu, dass ich mich zeitweilig gefragt habe, ob dies mehr ist als nur eine Mission, um Malak zu stoppen. Ich dachte, der Rat würde meine Fähigkeiten auf die Probe stellen wollen. Ich habe das Gefühl, da geht mehr vor, als ich weiß. Ich habe mich gefragt, ob der Rat vielleicht testen wollte, wie ich mich euch gegenüber verhalte. Wie ich euch auf eurem Weg unterstütze. Ich dachte, der Rat wolle in Erfahrung bringen, ob ich bereit sei, selbst eine Jedi-Meisterin zu werden. Und dann wurde mir klar, wie närrisch derartige Gedanken sind. Wie der Rat erklärte, hätten wir nur unnötig die Aufmerksamkeit der Sith auf uns gezogen, wenn sich unter uns ein Meister befände. Das Schicksal der Galaxis steht auf dem Spiel und der Rat würde nie riskieren, mich zu testen. Sie haben das Risiko abgewogen und sich für die einzige Möglichkeit entschieden. Bin noch nicht überzeugt. Ihr müsst lernen, der Weisheit des Rates zu vertrauen. Ihr dürft nicht so ungeduldig sein. Ich? Ihr habt behauptet, das wäre eure große Meisterprüfung. Müsst ihr immer so frustrierend sein? Ich gebe zu, ich war einen kurzen Moment zu stolz. Aber das ist vorbei. Jetzt konzentriere ich mich auf das Wesentliche. Ich versuche nur, euch zu helfen und unseren Auftrag zu erledigen. Und ihr greift mich bei jeder Gelegenheit an. Nein. Das macht mir halt Spaß. Hey, ihr habt angefangen. Ich habe damit angefangen? Ihr habt doch mit dem Rat angefangen. Ihr habt Zweifel an unserer Mission gehabt. Ihr habt euch über mich lustig gemacht, als ich dachte, der Rat wollte mich testen. Nehmt doch nicht alles so ernst, das war nur Spaß. Ihr seid merkwürdig, wisst ihr das? Ja. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie ich mit euch umgehen soll. Ich will euch doch nur helfen, aber ihr macht euch nur lustig. Ich
Ich bin nicht so schlecht. Ihr müsst nur lernen, mich so zu nehmen, wie ich bin. Leider ist das nicht ganz so einfach. Aber ich verstehe euch. Kommt, weiter geht's. Wir haben noch viel zu tun. Tja, wir haben noch viel zu tun, sagt sie. Und das nächste Mal betreten wir Kashyyyk, würde ich sagen. Und für heute sind wir erstmal hergereist und haben wieder viel erlebt. Haben die nächste Karte gefunden. Ja, und beim nächsten Mal schauen wir, was wir hier auf Kashyyyk erleben und ob wir zum Waldboden vordringen und ob wir Salbar mitnehmen oder so. Mal sehen. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut, euer Astronier. Tschüssi.